Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pillars of Eternity. Heute reisen wir gen Dierfurt, denn ich habe vor einiger Zeit eine mysteriöse Vision gesehen. Sagt man das so, eine Vision gesehen? Und in dieser Vision kamen Ruinen vor, in der Nähe von Dierfurt. Ich weiß allerdings nicht, wo die Ruinen sind, aber ich will sie finden. Deswegen reisen wir nach Dierfurt und befragen die lokale Bevölkerung. In der Hoffnung, dass die mir sagen können, ja, die engvitanischen Ruinen, die du suchst, die sind direkt da und da. Schau doch mal vorbei. Außerdem ist natürlich ein neues Dorf auch eine Gelegenheit für neue Heldentaten. Ich bin mir sicher, wir werden irgendetwas finden hier in Dierfurt. So, ich muss erstmal jemanden finden, der irgendetwas über die Ruinen weiß. Okay. Es muss hier jemanden geben. Steht sogar in meinem Tagebuch. Oh, vermummte Menschen. Warum seid ihr vermummt? Und wer ist Medref? Medref. Es klingt bedrohlich. Ein Elf steht untätig neben der Straße und beobachtet das Dorf auf der anderen Seite des Flusses. Er nickt dir zu, als du näher kommst, und die vermummten Gestalten neben ihm werden still. Hail, Traveler. Ach so, mehr hast du nicht zu sagen. Sei gegrüßt, Freund. Als er dich betrachtet, fängt er langsam zu grinsen an. Ich habe schon von dir gehört. Man sagt, dass du in Trutzbucht ganz schön zu tun hattest. Er kommt dir näher. Ich habe auch viel zu tun und ich würde meine Aufgabe gerne zu Ende bringen und wieder ins Dorf zurückgehen. Und um was geht es da? Hast du es noch nicht gehört? Eine Mörderin läuft frei herum. Angeblich ist sie vor Trauer verrückt geworden und hängte ein Dutzend gesunder Kinder auf, nachdem sie selbst eine Fehlgeburt erlitten hatte. Er nickt den Gestalten neben ihm zu. Wir alle sind aus Trutzbucht gekommen, um sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Und die Frau ist hier. Oh bitte, lass das nicht die Frau sein, die ich brauche. Das wäre unangenehm. Er nickt zum anderen Ufer hin. Sie versteckt sich im Dorf. Wir würden ihr ja nachstellen. Aber sie kennt unsere Gesichter. Wer weiß, was sie tun würde, wenn sie uns kommen sähe. Und wir würden gerne weitere Kollateralschäden vermeiden. Kollateralschäden. Also es gab schon welche. Er beugt sich etwas näher heran. Ihr Name ist Nifre. Sie ist Orlanerin. Wir wollen sie aus dieser Ortschaft herauslocken, damit wir uns unbeobachtet um sie kümmern können. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Aber sie? Nein, wenn sie aber jemand überzeugen würde, dass es nun sicher ist, aufzubrechen. Und ich benutze meinen vergleichsweise geringen Intellekt und hinterfrage deine Geschichte. Wenn sie wirklich eine Massenmörderin war und auch noch eine Massenkindermörderin, warum sind dann hier nicht Schmelztiegelritter auf der Jagd? Warum ihr? Ihr seht aus wie gewöhnliche Briganten. Die Machthaber möchten das gerne im Stillen erledigen, aus offensichtlichen Gründen. Wir sollten besser kein Aufhebens machen und sie vor allem nicht erschrecken, damit sie nichts Drastisches unternimmt. Ich weiß nicht. Er legt eine starke Hand auf deine Schulter. So eine Verrückte ist das Problem aller, mein Freund. Halte einfach die Augen offen. Erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe, sollte sie dir über den Weg laufen. Ich verspreche dir, dass es nicht zu deinem Nachteil sein wird. Okay. Erstmal ein paar Fragen noch. Was genau hat die Frau nochmal getan? Erinnerst du dich? Nee. Sie war für den Mord all dieser Babys in Trutzbucht verantwortlich. Schreckliche Sache. Aber dafür wird sie schon noch bezahlen. Ich bin mir echt nicht... Der Name kommt mir entfernt bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr warum. Habe ich da schon was gemacht in der Richtung? Hail and well met. Mach's gut. Mach dich gut. Ich meine, hau ab. Was auch immer. Ich gehe. What is it? Meine Güte. Was wollte ich denn da gerade sagen? Das ist der Tempel von Beraf. Da gehen wir mal rein. Beraf ist, glaube ich, ein Gott, den ich mag. Als würde den das interessieren. Ja. Oh, Bracket mag Beraf. Mal sehen. Naja, ihr habt auch Namen. Und das wäre Stehlen.
Schade, schade. Schauen wir nochmal kurz in die Enzyklopädie. Ist das wirklich der Gott, den ich denke, dass es ist? Da. Beraf. Des Todes. Ach, das ist nicht unbedingt der, den ich mag. Nein, ich mag... Vael. Ja, ich glaube, ich mag Vael. Vael war der Gott, den ich mag. Oh, sprich mit dem anderen. Okay. Out with you! I already told you what... I'm sorry. I thought you were one of those ruffians. Aha. Also ist die Geschichte nicht so einfach, wie sie schien. Die Geschichte draußen. Armer Kerl. Das sieht schmerzhaft aus. Oder, das ist eine ganz andere Quest hier. Kana runzelt die Stirn, schändlich einen Priester zu schlagen. How may I help you? Offensichtlich wurde er verprügelt von irgendwem. Also was ist passiert? I never saw their faces. Strange hooded men asking about those ruins. Cleobon Relog. Most of the brigands who come through here asking about the ruins are looking for a few ancient trinkets. But these people knew the name, and they were in a hurry. Ada. Lass uns den Priester verprügeln, bis er uns sagt, wie wir zu den Ruinen kommen, die wir auch suchen. They wanted to know where Cleobon Relog was. I tried to keep it from them, but I couldn't hold out forever. I don't know what they were up to, but it can't be good. Alof Blinz? Nein, Alof blickt dich an und runzelt die Stirn. Das klingt nach dem bleiernen Schlüssel, nicht wahr? Gibt es etwas, mit dem ich dir helfen kann? Ja, ich möchte wissen, wo ich die Ruinen finden kann. The Glanfarthen tribe that guards the ruins will kill anyone who trespasses there. And they'll retaliate against us too, if history is any indication. We've had too many fortune seekers stir up trouble of late. If I'm to tell you, I'll need to know your reason for wanting to go. Also als böser Charakter würde mir dieses Spiel enorm gefallen, weil ich weiß ja schon, dass man ihn mit einer Tracht Prügel gefügig machen kann. Also würde mein böser Charakter sagen, hey, wenn du nicht willst, dass ich dir noch ein blaues Auge gebe, dann sag mir, was du den letzten gesagt hast. Aber ich bin ja kein böser Charakter. Also werde ich das hier sagen, so geschwollen das auch klingt, gefährliche Ränke werden dort geschmiedet. Ich muss dem Ganzen Einhalt gebieten. If that's the case, then we may already have trouble headed our way. I'll have to take you at your word. You'll find Cleobon Relog here. Whatever trouble you find there, please end it quietly and try to stay out of the ruins. Keine Versprechen, keine Versprechen. So, dann erzähl mir mehr über Dirfurt. Das lief ja gut hier. Die Leute hier bleiben eher unter sich, so wie es auch in den meisten anderen Dörfern so tief im Dirwald der Fall ist. Reisenden gegenüber verhalten sie sich misstrauisch, aber angesichts all der Briganten und Flüchtlinge, die durch diese Gegend ziehen, kann ihnen das auch niemand verdenken. Okay, das war überschaubar. Dann erzähl mir was über Beraf. Beraf ist der universellste aller Götter. Er überwacht Portale und Zyklen aller Art, auch das Leben und den Tod selbst. Und der Beraf ist ein Ende lediglich ein Übergang zu einem neuen Beginn. Beraf hat zeit- und kulturübergreifend viele Repräsentationen. Im Dirwald siehst du ihn üblicherweise als die bleiche Ritterin oder den Totengräber. Die Glanfarthaner kennen ihn aber als Bevnen I Ankef und Ankef I Bevnen. Ah ja, einmal so rum, warum nicht? Kreislauf und all das. Dann erzähl mir was von der bleichen Ritterin. Die klingt sexy. Sie ist eine der jüngsten Erscheinungsformen Berafs, aber nichtsdestotrotz eine Vertraute. In Geschichten wird sie als hagerer Ritter in einer schwarzen Rüstung mit schwarzen Augen, schwarzem Haar und Haut so weiß wie Milch beschrieben. Von Reisenden, die zu lange auf der Straße ihres Fürsten verweilen, verlangt sie unmögliche Wegzölle. Manche fordern sie heraus, nur um sich dabei selbst zu erschlagen.
Okay. Also ich meine, sehr schwarz und sehr weiße Haut. Gefällt mir. Wer ist der Totengräber? Gestandene haben jahrhundertelang Geschichten, Lieder und Gedichte über den Totengräber geschrieben. Manchmal ist er ein Mensch, manchmal ein Gnom und manchmal nur ein wandelndes Skelett. Er spricht niemals, aber er weist einem den Weg zum Tod und zum nächsten Leben. Außerdem schafft er die Rahmenbedingungen dafür, dass missratene Kinder in ihre eigenen Gräber stolpern. Klingt nicht gut. Klingt, als wollte man damit Leuten Angst machen. Dann erzähl mir von diesem... Wie heißen Dinge, die man von vorne und hinten lesen kann? Wie Otto? Es ist ja nicht das Gleiche, aber erzähl mir von diesem Kreislaufnamen. Es bedeutet Leben im Tod, beziehungsweise Tod im Leben. Man sieht sie als zwei Skelette, eines männlich und eines weiblich. Forscher haben sie des Öfteren einander gegenüber in Durchgängen eingeritzt gefunden. Aber ich kenne keine besonderen Legenden, die sie erwähnen würden. Na, vielen Dank für die Informationen. Natürlich, Beref wurde einst in dieser Gegend von mehr Menschen gehuldigt. Aber er ist ein stiller Gott. Er lächelt traurig. Heutzutage benötigen die Leute klarere Antworten. Hey, behalt deine politischen Meinungen mal für dich. Yes. Ja. Aber so ist das, auf die Lauten hört man immer mehr. Auch in der Politik. So. Also jetzt habe ich doch eigentlich schon getan, was ich hier tun wollte, richtig? Ich habe herausgefunden, wo ich hin muss. Sowohl für Eders Quest, als auch für die obere hier. Ja, das führt zum gleichen Gebiet. Wo ist Eders Quest? Katz und Maus? Nein. Da, Eders Quest, ja, zum Schlachtfeld. Bei dieser Ruine. Na gut. Hallo. Ach ja, du willst mit mir reden. Na gut, dann reden wir. Good day to you. Ah, hallo. Der Wachmann seufzt erleichtert, als er dich sieht. Ist das zu glauben? Mitten im Nirgendwo trifft man den berühmten Helden von Trotzbucht. Berafs Rat bringt uns heute wirklich Gnade. Er wird ernst. Vielleicht kannst du uns helfen. Du hast nicht zufällig unterwegs eine junge elfische Edelfrau gesehen? Ich sitze mit dem Rest meiner Einheit in diesem jämmerlichen Ort fest, bis wir sie gefunden haben. Wer ist die Gesuchte? Lady Aelis. Er beißt sich auf die Lippe. Sie ist die Tochter von Fürst Nestor Harond und sie ist verschwunden. Vielleicht könntest du in der Schenke mit Fürst Harond sprechen. Er wäre dir für deine Hilfe sicherlich sehr dankbar. Außerdem sagen dir die Dörfer vielleicht mehr als uns. Okay. Ich suche also eine junge Frau von adligem Blut. Eine Aufgabe wie gemacht für einen wahren Helden. Wunderschön. Trauernde Mutter. Naja. Was haben wir denn hier noch so? Das ist die Lederei in einem kaputten Turm. Das ist die Schenke. Die Schenke Drakugen. Drakugen. Ist das die Schenke? Nee, das ist nur ein Haus, oder? Ich gehe einfach mal rein. Mehr als rausgeworfen werden kann ich ja nicht. Es ist ja auch längst nicht alles auf der Karte markiert. Also marschieren wir einfach mal hier rein. Es ist die Mühle. Okay. Mit Mühlen kenne ich mich ja aus. Ich habe ja schon mal eine Quest gemacht, wo ich in der Mühle was getan habe. Damals in Goldtal. Ich glaube, ich habe auch alles Mehl gestohlen. Das kann auch sein, ja. Aber egal. Davon lasse ich mich jetzt nicht aufhalten. So. Da stehen doch schon wieder Leute. Nee, ignorieren wir. Ihr müsst etwas gesehen haben. Ah ja. Also das ist der Soldat hier, der gehört zu dem da vorne. Und die normalen Menschen sind es langsam leid, dass sie hier andauernd verhört werden, wo diese adlige Frau ist. Ja, und mit euch kann ich nicht reden, weil ihr habt keinen Namen. So ist das richtig. So gefällt mir das. Man muss tatsächlich unterscheiden zwischen Leuten, die Namen haben und Leuten, die keinen Namen haben. Wenn jeder einen richtigen Namen hätte, dann wüsste ich ja gar nicht, wen ich ansprechen soll. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Da steht Sid.
Und da oben steht auch jemand, aber du bist nur so ein NPC vom Spiel. Ich denke, ich sollte... Surely even you can understand that. We're decent folk. Malor, perhaps you should leave and check my life. Was? Das hat doch kein Mensch verstanden, was du gesagt hast. Aber hey, ich wollte sowieso gerade sagen, ich rede erstmal mit Fürst Harond. Der Mann trägt Ornat im edirischen Stil. Einfach, aber doch elegant. Seine edlen Lederschuhe wirken eher wie Hausschuhe, aber sie sind trotzdem schlammverkrustet. Er zerrt an einer Haarlocke, die um seinen seidenbehandschuhten Finger gewickelt ist. Über seine noblen Züge hat sich der Schatten der Angst gelegt. Der arme Mann! My child is out there. Do they not understand? Okay, ich sollte mich nicht drüber lustig machen. Du hast ein ernstes Problem. Ich verstehe. My lord, we're doing everything we can. Unfortunately, these villagers... Beasts take them all. I don't care how you do it, but find her! Oh yeah. Also das geht vielleicht sogar schlecht für das Dorf aus, wenn die nicht gefunden wird. Ihr Kind ist verschwunden, richtig? Yes, Lady Alice. My daughter. Er zupft an den Fingerspitzen seiner Handschuhe. I've asked around, but nobody in this mudhole has any concerns beyond their swine. They turn my men away like beggars and seem downright pleased to be of no use. But you, you're not one of my soldiers. And you look like you're used to getting your hands dirty, if you don't mind my saying so. Deswegen behandelt man seine Untertanen immer gut, damit sie einem in so einem Fall helfen. Ich bin übrigens Fürst Braket von dieser riesigen Burg da im Norden. Weißt du, im Nordwesten? Also ich habe keine Ahnung, wie ich mich im Vergleich mit dir schlage. Aber ich bin offensichtlich keiner deiner Soldaten, richtig? Mein Fürst, ich... Und er wird unterbrochen. Harond hebt eine Hand, um den Mann zum Schweigen zu bringen. Solltest du sie finden? Er knabbert am Daumen seines Seidenhandschuhs herum. Ah, das sollte man nicht. Du bist adelig. Hör auf, sowas zu tun. Sag ihr, dass ich nicht böse auf sie bin. Sie kann zurückkommen und dann wird alles gut sein. Ich will nur sicher gehen, dass Elis, mein Kind, in Sicherheit ist. Nichts in der Welt bedeutet mir mehr. Also ist sie vor dir weggelaufen. Ja, ich möchte ein paar Fragen stellen. Alice, of course. Beschreib sie mir. Sie ist eine auffallend schöne junge Frau. Sieht ihrer Mutter ähnlicher als mir. Sie hat kastanienbraunes Haar und feine, edle Züge. Sie müsste jetzt 28 oder 29 Jahre alt sein. So, und jetzt will ich mal nichts sagen. Ich bin ja auch ungefähr so alt. Wir sind nicht mehr jung. Schon gar nicht in so einer mittelalterlichen Welt. Da ist man mit 28, 29 schon verheiratet und hat 4 Kinder. Also ich weiß nicht, was verkehrt ist mit dieser Lady. Mit dieser Frau hier. Aber komm. Ich hatte jetzt gedacht, ich muss die 19-jährige Jungfrau retten oder sowas, aber... die wird weggelaufen sein und nicht zurückkommen wollen. Allein vom Alter her. Aber vielleicht irre ich mich, vielleicht bin ich gerade zu krass drauf, wer weiß. Fragen wir weiter. Erzähl mir was über das Verschwinden. Vor ein paar Tagen haben wir hier in Dierfurt Rast gemacht. An unserem 4. Abend hier befasste ich mich damit, unsere Reise fortzusetzen. Lady Alice fühlte sich unwohl und ging zu Bett. Als ich mich ein paar Stunden später ebenfalls zurückzog, bemerkte ich, dass sie verschwunden war. Keiner meiner Männer hatte sie gehen sehen. Und auch in der Schenke wusste niemand, wo sie war. Seit dieser Zeit durchkämmen meine Leute das Dorf. Bisher aber haben wir keinerlei Hinweise gefunden und die Einheimischen helfen uns nicht. Okay. Warum? Also, er hat keine Spuren von Gewalt erwähnt. Kein verwüstetes Zimmer, kein gebrochenes Fenster, kein gar nichts. Die wird gegangen sein, die wird sich vielleicht sogar hier im Dorf verstecken bei einem, lass mich mal kurz nachdenken, hübschen, attraktiven jungen Mann. Das wäre so meine Idee.
Aber erzähl mir erstmal, warum ihr hierher nach Deerfurt gekommen seid. Ich meine, 4 Tage hier zu sein, das hat doch irgendwie einen Sinn, oder? Das ist nicht nur über Nacht, das ist länger. Das war nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Einars Rast. Kurz vor unserer Ankunft aber wurde sie krank. Deshalb erschien es mir nur vernünftig zu sein, ihr ein paar Tage der Erholung zu schenken. Könnte man auch lügen? Erzähl mir was von Einars Rast. Was gibt's da? Er runzelt die Stirn, als ob er protestieren wollte, gibt dir dann aber mit einem Seufzen nach. Lady Aelys hat ein Alter erreicht, in dem eine Heirat vernünftig ist. Ahaha, ich hab's ja schon immer gewusst. Angesichts all dieser Scherereien mit dem Vermächtnis kann ich ihre fruchtbaren Jahre nicht einfach so vorüberziehen lassen. Aber ihren Schoß in Zeiten so vieler Hohlgeborenen verfaulen zu sehen, das will ich auch nicht. Und in diesem Ort, den ich schon wieder vergessen habe, da wartet dann wohl der glückliche Mann, der ihren Schoß befruchten soll. Freier? Ich... was? Ich sag das mal. In Neu-Heomar oder Neu-Jarmar scheint es mehr potenzielle Freier zu geben. Glaubst du, daran hätte ich nicht gedacht? Einen angemessenen Partner zu finden ist nicht leicht. Die besten potenziellen Freier für mein Kind gibt's in Einars Rast. Okay. Und wo ist der Rest der Familie? Ich fürchte, Lady Harond ist nicht reisefähig. Leider hat Aelys nur wenig nahe Verwandte. Meine Schwester und ihr Ehemann, Aelys Tante und Onkel natürlich, haben Edir in den letzten Monaten besucht. Er reibt seine Fingerknöchel. Und was Geschwister angeht, Aelys hat keine. Meine Frau hat nur Hohlgeburten erlitten. Das heißt, seit Aelys. Okay, ich bin anscheinend nicht überlebenstüchtig genug, um da weiter zu bohren. Das habe ich alles schon gefragt und dann will ich was über dich wissen. I'm Lord Nestor Harrond of Defiance Bay. My family has been prominent there since Imperial times. Our primary estate is on the outskirts of Brackenbury, but we have holdings in New Haomar as well. Those went to my sister and her husband. Habe ich dir schon erzählt von dieser Burg, die ich besitze? Schwanzvergleich. Du hast dich mit dem Schankwirt gestritten. A petty, small-minded man. Just like the rest of them around here. I've been paying him an honest fee for board and bed, and yet he can't be bothered to stir himself to concern for my Alice. Vielleicht weiß der was. Das ist der Grund, warum ich auf deine Hilfe hoffe. Er zieht wieder an einer Haarlocke. Ich hätte der Gefolgschaft meines Kindes niemals vertrauen dürfen. Auf Wiedersehen. Das ist interessant, das Gespräch an dem Punkt so zu beenden. Ich hätte wenigstens sagen können, dass ich vielleicht nachgucke und so, dass ich sie suche. Mal sehen, das ist eine drittrangige Quest hier unten. Nee. Zweitrangig. Ach da, ja. Durchsuche Deerfurt nach Informationen. Das werden wir tun, aber erst nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.